Wir werden als nächstes einem Betrunkenen die Uhr abnehmen und damit hallo allerseits und willkommen zurück bei Far Cry 3. Geht ab? Nee. So, nicht. Ist das ein Basketball? Nee, das Gasschild. Oh, das ist eine Kiste. Ob ich die mitbekommen hätte, wenn sie nicht geblunken hätte? Keine Ahnung. Wir werden es nie herausfinden. Dürfen wir den Betrunkenen umbringen? Hier bist du hin und hin, oder? Na, fast. Oh, das kann sogar wirklich sein. Vielleicht erschieße ich mich selbst, geht sicher schneller. Das geht schief. Warum muss denn gerade jetzt jemand vorbeifahren? Fahren da immer welche vorbei, bestimmt. Oh, was? So weit weg? Nee. Töte und finde den dritten Söldner. Achso, weil wir die Uhr abgeknapst haben. Was? Wo wollen wir denn hin? Dann sind wir doch gar nicht so weit weg. Jetzt sind wir einfach dem Kampf aus dem Weg gegangen. Auch gut. Medkit. Ein Medkit. Wir hatten gerade eben selbst nur eins, ne? Und ob der uns verrät? Das sind ja vier. Kettentick damit bestimmt nicht funktionieren. Ist mir egal, wie viele Ziele du siehst. Du schießt erst, wenn ich es sage. Wie du meinst. Werde ich nicht für Schießen bezahlt, dann erst schießen, dann fragen. Der Geier! Nee, wo ist der Jason? Also kein wilder Hund ist einer von den vier Leuten, aber Hund ist Hund. Nice, gut, nice. Durch das C4 müsste eigentlich das Messer kaputt gegangen sein, könnte ich mir vorstellen. Naja. Bringen die Erbstücke zurück zu Seto. Hoffentlich gibt er uns 1000 Erfahrungspunkte, ich will kein Geld. Setzten gerne als Belohnung ein Haus, ein Auto oder einfach nur Geld? Nee, ich hätte gerne Erfahrungspunkte. Stimmt, das war ja der Missionstyp. Den haben wir ja schon, das ist ja noch gar nicht so lange her, dass wir den umgebracht haben. Jetzt teilen unsere Spritzen auch 6 Gesundheitswerte. Hey, ich hab dein Zeug zurück. Ist kein Zeugs. Ein Mann braucht Kontakt zur Vergangenheit oder seine Zukunft ist wertlos. Hier, das ist für deine Hilfe. Rostiges Messer kriegen wir jetzt. Dann bis später, Peter. Ich hau jetzt ab, bevor mich die Piraten suchen. Viel Glück. Der war schön flach, aber genau richtig. $500, ich will Erfahrungspunkte. Dann bis später, Peter. Astrid Vorfall, was ist das denn? Klingt wie ein Anfall. Der Astrid Vorfall. Vor 6 Monaten kam es auf der SS Astrid. Was ist denn die SS Astrid? Zu einem internationalen Vorfall. Okay, schön. Schiff zu sein. Der Kapitän verkaufte sein Schiff an Hoyt Volker, samt der Passagiere, dem Safe und allem drum und dran. So viel zu All-Inclusive-Kreuzfahrten. 4 verzweifelte Crewmitglieder, Tisha, Callum, Leonard und Mikael, konnten fliehen. Ich würde dir verraten, wie es ausgegangen ist, aber ich habe das Gefühl, du möchtest es gerne selbst herausfinden. Ja. Das jetzt auf. Mit Vaters Bürde? Wie kommen wir denn jetzt dazu? Das ist immer noch hier Hauptmission.
Wir sollen uns ja wie einen Söldner anziehen, um bei dem Herrn Volker anzuheuern. Der Astrid-Vorfall. Was sucht denn der da? Wie kommen wir denn da rein? Wenn man hier einfach auch seitlich laufen und rennen kann. Das war in Far Cry 2 schon etwas anstrengend, muss ich sagen. Sonne wird leider gerade etwas verdeckt. Na? Oh. Eine Jalousie-Sonnenbrille, wie sieht denn das aus? Oh, der hantiert immer noch an der Zapfsäule rum, das ist nicht gut. Das geht tendenziell schief. Steht unser Auto noch da? Ich denke nicht. Würde mich aber freuen. Ich würde mich freuen. Hier sind wir runter. Ja. Nee. Da kann man gar nicht rein. Nein, 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 nein. Hier ist ja der Haupteingang. Hä? Von der Seite kann es auch nicht gewesen sein. Das ist ja... Da ist ja das Wasser, das ist Quatsch. Aber von da sind wir auch nicht gekommen. Wir sind ja gerade drauf zugefahren. Und hier war an der Seite eine kleine Tür. Hier ist wieder Haupteingang, genau ist wieder drüben und da ist ja das Wasser. Hä? Die lachen uns schon aus. Ich kann's verstehen. Hier war das. Krass. Ja. Aber hier ist kein Auto mehr. Naja, es war dunkel, deswegen habe ich das nicht so erkannt. Oh Mann. Wieder böse Buben, deswegen eine andere Waffe nehmen. Vielleicht mal die Vector ausprobieren. Boom, boom. Was machen wir jetzt? Also Funkturm, den Funkturm nehmen wir auf jeden Fall noch mit, bevor wir die nächste Hauptmission angehen. Camp Delta. Ist kein Außenposten, das ist irgendwie ein Camp. Prüfung der Rakiat. Klingt lustig, wir sind gar nicht so weit weg, also wir fahren jetzt rechts und dann links. Dann zum Funkturm hoch. Oder gleich außen rum, weil das sieht schon eng aus, aber es ist recht kurz. Wir bleiben auf der dicken Straße, fahren am... Nö, recht gut. Die Schwan. Granate verwerfen. Die Regidäre der Frontscheibe. Hat er sich auf die Ladefläche gesetzt? Die Strecke kennen wir schon. Das ist doch nie und nimmer verfolgt. Quietsch, quietsch. So, Moment. Kleiner Weg hier runter. Das ist gar nicht so klein. Jetzt müssen wir auf die Karte gucken, wo wir hin müssen. Schon fast da, auf die andere Seite. Also die Hauptmission. Das ist ja Quatsch. ich wollte ja zur Prüfung der Rakiat nach rechts. Ich voll dieser gelben Markierung von der gelben Markierung beeinflussen. Oh, ich
glaube, mit Kleber wurde das rote Büchlein da festgeklebt. Das rutscht überhaupt nicht runter. Vom Armaturenbrett. Nichts hoffen denn jetzt. Lasst die Prüfung der Rakete, das ist unsere Prüfung. Sucht euch eine eigene. Dunkel. Dunkel? Ich hätte eine andere Lackierung für die gehören sollen. Ich wollte ein paar ausprobieren. Es dauert doch jetzt Ewigkeiten, bis wir wieder bei einem Laden sind. Hier ist eine Kiste. Das war rabiat. Schön sieht das schon aus. Ich muss sagen, hier sieht es nicht so schön aus wie auf der Nordseite. Dennoch irgendwie schön. Aber hier sieht es auch grüner aus als unten am Strand. Deswegen gefällt es mir hier gerade auch besser. Sieht einfach satter, kräftiger aus. Nicht so etwas, nicht so ausgedörrt wie unten. Was machen wir denn hier? Herr des Feuers. Deine Bestleistung 0. So wenig Spieler haben daran teilgenommen, das glaube ich ja nicht. Töte so viele Gegner wie möglich mit den verfügbaren Waffen. Ja, aber welche Waffen? Das ist ja der entscheidende Punkt. Für es wird sehr interessant. 375, 375 ist Platz 1. LMG. Riecht aber auch nach Granate, das geht schief, Hier riecht aber auch nach Kettentektoren. Ich sollte mich nicht zu sehr irgendwie herum verstecken. Wir können die Gegner durch die Wände sehen, dass sie beknackt. Das ist nicht neu, aber trotzdem beknackt. Ich soll jetzt nicht komplett leer schießen, es dauert dann länger nachzuladen. Wobei, sieht nicht so aus. Mit LMG spielen, das ist auch genau mein Ding. Macht schon Spaß, keine Frage. Voll getroffen. Komm durch die Kiste, was das ist. Das lade ich mal nach, bevor alle und. Ja, ein Hauch schneller. Gegner? Achso, wir müssen noch weiter rein. Eindeutig. Oh, alle. Auf jeden Fall mehr rumlaufen. Stopp hinten eins. Nee, das mach ich jetzt nicht kaputt. Ein schwerer Trooper. Zwei schwere Trooper. Ich glaube, wir brennen. Wir stehen ungünstig. Friss das. Ah, treffen müsste man noch. Ups. Was war das denn jetzt? Das ist ein Fass. Feuer, ja, das stimmt. Das machen wir auf jeden Fall nochmal. 300 Punkte, gar nicht mehr so weit weg. Ich muss mehr herumlaufen. Vielleicht kann ich jetzt am Anfang mehr coole Takedowns machen. Mal gucken. Wir können auch keinen schmeißen, er hat einen geschmissen. Noch zu lang geschossen. Nee, nehme ich nicht mit. Das ist ja Quatsch.
alles Blaues mitgenommen, sieht so aus. Wieder aber zu Haupt stehen. So, mal nachladen. 208 Punkte, gar nicht so gut. Oh, die Molotovs sind nicht unendlich. Deswegen lag da vorhin noch was rum. Nee. Vielleicht steckt da was Cooles in den Kisten drin, was wir dann rumwerfen können, aber nein. Stimmt. Deswegen sitzt sie auch hier. Hat gar nicht wehgetan. Das tut uns jetzt aber weh. Das war unnötig. Achso, wir haben ja noch gar nicht nachgeladen. Stimmt, da war was. Egal. Punktemäßig wird das vielleicht was 15 Sekunden noch. Kacke. Oh, 10 Punkte fehlen. Kacke. Ne, 375. Puh. Oh, 400. Na, ja, für Platz 1 reicht's. Das reicht mir aber nicht. 400, gut. Ich bin da jetzt noch ehrgeizig. Mal gucken, ob das nach diesem Versuch genauso aussieht. Steine werfen geht hier nicht. Aua. Viele Punkte gesammelt, das ist schon mal schön. Vielleicht. Finde ich auch gut. Na. Die Jungen, da stehen zwei Fässer. Da sieht ganz schön schwer aus. Komm, mach aus, Jason. Oh, Medkit. Beim E unbegrenzt. Jetzt haben wir gerade einen Hänger, das ist gerade eine nicht gute Lücke. Schützen plus Kopfschuss. Und hier war noch was Blaues. Ja. 3,75 und noch 4 Zeit, das wird schon. Aber jetzt brauchen wir auch neue Gegner. Ja, bloß Geld, so ein Quatsch. Jetzt haben wir schon wieder einen Hänger. Nachladen, brauchen wir das? Weiß nicht. Na, hallo. Ging aber viel in den Zaun. Das sind alles keine Kopfschüsse, ist mir bewusst. 20 Sekunden noch, punktzahlmäßig sind wir sowas von. Oh, das wurde schon mal nicht gut, das war so nicht geplant. Das kommt, oh, nur 540. Naja, das ist immer noch verkehrt. Ubisoft, nicht ärgern.
schreibe mit Pfeilen den Rest, wenn das sein muss. Geld. Oh, ist wieder fast Geld voll. Boah, hat er Gas gegeben, fies. Ha! Nee, der Jason. Das war schlecht. Oh, der hat die Luft rausgelassen. Aua. Den Geschützmann mit einem Pfeil getroffen. Der ärgert mich gerade. Moment, Waffe, Vektor. Nee, diese. Der eine. Jetzt rennt er weg. Oder geht's um Geschütz? Nee, ich will ja nichts tauschen. Auch nicht die UMP da. Ah, müsst aber interagieren mit dem Geschütz. Wo geht's eigentlich als nächstes hin? Was denn hier los? Heftig. Beim Gin Hotel ist wahrscheinlich hier unten herum los. Stimmt, da geht man ja von. Ah, jetzt fällt mir es gerade wieder ein. Jetzt will ich eigentlich nicht so viel verraten, aber. Da geht's etagenmäßig vor. Ich sag nur Baustelle und was auf einer Baustelle gerne rumsteht. So. Außenposten zu unserer Rechten. Da nehme ich jetzt vielleicht ein Auto oder nicht? Na, Auto. Rumlaufen ist zu lahm. Ein weiterer Fall für uns, sehr gut. Na, Hilfe. Er löst. Das Auto fällt eh nicht mehr, so können wir uns eh nicht verfolgen. Mist, darüber wird schwierig werden. Da geht das Auto. Brücke. Pack ich. Baden. Es werden auch mit der Zeit immer weniger, weil wir jetzt bald mehr Außenposten haben. Boah, das lasse ich nicht auf dem Sitzen. Treffe aber auch nicht gut. Während der Fahrt die Diegel auspacken. Gibt es dafür in Far Cry 3 eine Fähigkeit? Ich glaube nicht. Spritzen, Spritzen, Seilrutsche während einer Seilrutsche. Weiche Landung, cooler Schütze, nur stationäre, unbegrenzt Sprinten. Hier haben wir fast alles außer Brandhammer. Wir haben fast die nächste Stufe erreicht. Mehr Geld, mehr Geld. Wechseln. Och, man kann während der Fahrt keine Pistole auspacken. Wie unfortschrittlich. Es stellt sich natürlich auch immer die Frage. Das sieht schick aus. Ich fahre gerade in die falsche Richtung. Trotzdem sieht das schick aus. Man muss sich bei sowas natürlich immer die Frage stellen. Bricht das nicht vielleicht die Immersion? Warum muss man erst über einen Fähigkeitenpunkt eine Fähigkeit erlernen, womit man während der Fahrt einfach jemanden abknallen kann? Oder zum Beispiel. Mist. Das kann auch fahren, das kann schwierig werden. Wir weichen den Schüssen aus. Aua! Ja, wir müssen mal heilen, sehe ich gerade. Es tut weh. Oder eine Fähigkeit wie zum Beispiel. Während der Seilrutsche mit einer Pistole hantieren. Klar, man braucht dafür Übung, aber warum muss man das extra erlernen? Man sollte das Erlernen vielleicht mit Übung gleichsetzen. Währenddessen wir den Punkt einsetzen, haben wir in der Zwischenzeit, was wir nicht sehen, ganz viel geübt und deswegen können wir das. Das ist einfach von jetzt auf gleich was können, nur durch ein Buch lesen oder einfach nur einen Punkt vergeben. Hier, haben wir schon mal. Ich gehe den Rest jetzt zu Fuß.
Das könnte die Immersion zerstören. Ja. Zu Boden, du böser Pube. Außenposten dahinter. Oh, da sind die Schüssel. Oh, Hunde. Keine alte Position, weil das Ding ja, da hinten vielleicht ist schon ziemlich weit oben. Dieser Außenposten. Eigentlich auch doof mit dieser Entdeckungsanzeige. Ich habe es zu Beginn von Far Cry 5 ohne probiert, das ging gehörig schief, aber nach so einer Entdeckungsanzeige spielen ist ja wie mit nach so einer Karte spielen. Du gehst nur in Deckung, weil die Anzeige sagt, du wirst gerade irgendwie gesehen. Das musst du eigentlich so lösen, indem du guckst, ob dich gerade jemand anguckt, ob du gesehen werden könntest. Aber das ist dann auch wirklich Schwierigkeitsgrad hoch 5, dieses ohne Entdeckungsanzeige zum Beispiel spielen. Dieses mit Trefferanzeige spielen, das finde ich richtig und wichtig, weil man kriegt ja nicht mit, von wo Jason getroffen wurde. Mal angenommen, man ist Jason. Das kann jetzt genauso immersionsbrechend sein, denn das sollten wir vielleicht sein. Aber angenommen, wir sind in Jasons Haut und schießt jemand in die Wade. Gut, dann ist Weiterlaufen sowieso schwierig. Oder nur sehr schwierig möglich. Aber dann wissen wir ja, aha, Schuss in die Wade heißt, jemand muss direkt hinter uns stehen. Aber wir als Spieler, sag ich mal, kriegen das ja nicht einfach so mit, weil wir empfinden ja nicht den Schmerz und ja. Nur um das nochmal etwas aufzudröseln, aber ich will es mal nicht weiter fortführen, denn das könnte die Immersion nur noch mehr zerstören. Ich bin gewillt, den einfach so abzuknallen, aber ich bin gewillt, erstmal die Hunde zu erledigen. Ist das nur einer? Der uns nicht sieht, wir stehen auf. Der guckt ja schon. Der ist so doof. Er guckt in unsere Richtung und wir stehen oben auf einem Fels. Der müsste uns sowas von einfach sehen, weil wir eben deutlich herausragen. Da hinten das Grün, wir sind aber nicht gut getarnt. Wir müssten sowas von zu sehen sein. Was für ein Dummbatz. Ist nur ein Köter? Ja, zwei Minimum. Hunde müssen zuerst dran glauben. Wie doof ist man und spielt mit so einem Laser? Das ist doch. Man wird sowas von gesehen. Gut, der Laser ist vielleicht auch etwas falsch dargestellt. Eigentlich müsste er bloß einen Punkt darstellen, wo er drauf zielt. Nicht so ein Strich, nicht so ein Strahl. Aber selbst nur mit einem Punkt auf die Oberfläche, auf die er zielt und ohne Strahl, finde ich die Laser auch doof, weil man sieht sofort, wo der Typ steht. Ah, okay. Jetzt sind alle Hunde weg. Ach, der ist schon weit weg. Das war jetzt nicht so gut. Natürlich muss der Hund jetzt auch in die Richtung laufen, wo wir geschossen haben. Ich meine, ist ja auch verständlich, trotzdem ist das doof. Selbst schuld. Jetzt hätte ich schon mit dem ersten Schuss setzen müssen. Das war auch schlecht. Ah, ein Außenposten mit. Wir kommen von Süden. Mit so wenig Erfahrung. In den Hintern. Wie? Rohrakete? Moment. Oh, da kommt ein Auto an.
Hier ist auch null Deckung. Dann treffen wir auch gut. Aua. der will einfach nicht getroffen werden. Dann stellt sich aber auch an. Zwei Punkte haben wir noch extra. Das Blut sieht wieder komisch aus. Oh ne, gibt's immer noch zwei Hunde. Dass wir bei dem Gewehr so lange im Visier bleiben, das ist gerade mein größter Kritikpunkt in der Waffe. Richtig wegfliegen. Diese blöden Hunde. Was? Oh, duckt er sich. Machen wir Verstärkung. Oh, mit Helikopter. Wir brauchen vielleicht bald mal einen Granatwerfer. Was hat denn der unten geschützt? Dann warum nicht an der Seite? Ich glaube, wir kriegen den Fall nicht durch das Glas. Explodiert denn das Ding gleich? Nicht mit dieser Waffe. Die Hunde jetzt die letzten sind? Schießt uns gerade keiner. Das könnte der letzte Außenpostenbewohner sein. Das ist der letzte. Hat mir gar nicht gefallen. Da war ich echt doof. Das war vielleicht der blödeste Außenposten, weil ich mich einfach extrem blöd angestellt habe. Das ist ein eklig Geld voll. Na jetzt. Ach Mann. Muss man unbedingt angewöhnen. Ich spiele auch bewusst mit dem AMR. Ich finde das einfach cool. Es klingt halt verdammt gut. Und ist ja auch stark. Aber ich sollte mir vielleicht angewöhnen. Das ist vom Helikopter. Da war mal sowas wie ein Rotorblatt dran. Ich sollte mir vielleicht angewöhnen, die blaue Pflanze einzusammeln. So, jetzt vielleicht mal angewöhnen, maximal nur einen Schuss abzugeben. Wenn der nicht sitzt, dann sofort die Position wechseln. Ging schon oft gerade so gut. Es ging aber auch schon einige Male nicht gut. Und der Außenposten war, denke ich, hoffe ich, gerade sehr einschneidend, eben dieses Erlebnis. Weil das hat mir jetzt gerade gar nicht gefallen. Ich denke, wir werden auf jeden Fall noch einen Außenposten erleben, wo wir einfach reinrennen und alles umbringen. Aber einerseits war das gerade nicht der Fall, dass wir das gemacht haben. Und insofern war dieser Außenposten auch keine coole Erfahrung. Aber das lag eben nur an mir. Spice-Formel. Dank eines anonymen Online-Informanten haben wir nun Daten zur Herstellung von Spice, einer synthetischen Droge,
die dem Marihuana ähnelt, doch über zusätzliche Nebenwirkungen verfügt, wie zum Beispiel Halluzinationen, Panikattacken und gefährliche körperliche Reaktionen. Da Spice in den USA zurzeit noch legal ist, befinden sich dort auch die wichtigsten Absatz, auch der wichtigste Absatzmarkt. Wir sollten den Markt sofort mit dem Produkt überschwemmen, bevor es illegal wird. Eine normale Gemeinpfeifen. Spitze. Was ich jetzt mal machen werde, ich werde dann schon mal. Was sind das kostenlose Waffen? Ich werde es gleich sehen. Ah, beide zum Bezahlen, sehr gut. Die kaufen. Erweitert. Oh, Scharfschützen-Zielfernrohr bei der M416. Uhuhu. Auf jeden Fall jetzt schon mal kaufen, denn. Dann können wir wieder mehr Geld einsammeln. Scharfschützen-Zielfernrohr auch bei der Ace 23. Ich habe die Vector jetzt nicht groß ausprobiert, aber ich bin sehr gespannt. Ich will die ausprobieren. Ein ACOG. Oh. Geil. Was? Nachteile in der Reichweite, in der Beweglichkeit kann ich verstehen, aber auch in der Genauigkeit. Gut, auf mittlere Kurzentfernungen ja, aber einfach an Reichweiten-Nachteil kann ich mir gar nicht vorstellen. Bin ich Quatsch. P416. Manchmal machen Waffenhersteller von Anfang an alles richtig und manchmal schießen sie das Känguru ab. Dieses Mal haben sie es richtig gemacht. Das P416 Sturmgewehr ist die verbesserte Version einer bekannten, aber fehlerhaften Waffe. Vom M416. Sie ist nicht billig, aber tödlich und zuverlässig und jeden Cent wert. Das ACE. Das ACE ist ein israelisches Sturmgewehr. Das von vielen als verbesserte AK-47 beschrieben wird, denn wenn man töten oder kitschige Redewendungen hören will, während man Bagels isst, wendet man sich an die Israelis. Als die neueste Version des ACE in Massenproduktion ging, hat ein örtlicher Warlord ein paar Hände geschmiert, sodass eine kleine Menge davon direkt nach Rogue Island verschifft wurde. Ganz schön dick der Rand. Ich hoffe, der Familie geht's gut. Jetzt, wo ich das gerade in Aktion sehe, weiß ich noch nicht, ob mir das am Ende so gefallen wird, aber ich probiere es aus. Mehr zu tun. Wirf einen Blick auf die Aushang. Ja, ein seltenes Tier, oder? Nee. Haben wir überhaupt noch seltene Tiere? Ich glaube nicht. Zu jagen. Hilf einem Händler, indem du 3 Leoparden mit dem am Zielort gestellten Scharfschützengewehr legst. Wir können es auch mit unserem machen, oder? Des Kriegers weiter zu beschreiten. Sieh dir die Aufträge an der Aushangtafel an. Es ist nur ein Auftrag. Korrigiere dich bitte. Direkt vor der Nase. Na, direkt, vor uns, sag mal so. Wer ist der Mann? Ich. Was ist denn das Rote da oben drauf? Das ist irgendwas Leuchtendes. Gehört zum Zielfernrohr. Oh, das ist ja noch ganz schön weit weg. Ah, schöne Miezekatzen umbringen gefällt mir ja gar nicht. Ja, aber Tiere für Ausrüstung umbringen. Das geht dann schon und ja, Doppelmoral, ich weiß.
trotzdem. Ich persönlich finde es zumindest schön, dass ich diesmal Gedanken habe. Ändert aber nichts daran, dass ich dem trotzdem nachgehe. Cenote, nein, noch nicht. Ja. Wir werden vorher noch einen Außenposten mindestens machen und mindestens auch einen Funkturm. Ich denke, es werden vielleicht eher zwei Außenposten und eben ein Funkturm sein. Aber jetzt wird erstmal Pause gemacht und bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss.